Herzlich willkommen bei Path of Gaming, hier beim zweiten Teil. Wie bereite ich mich auf ein Mage-Event vor? Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gesehen habt, einfach in der Videobeschreibung gucken. Dort findet ihr den ersten Teil. Unbedingt anschauen. Ist ganz wichtig, ganz interessant. Und dann fangen wir auch direkt mit dem zweiten Teil an, Leute. Wir schließen jetzt an den Punkt Deckbau an und kommen zu dem vierten Punkt, testen, testen, testen. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn jetzt geht es ans Eingemachte. Wir haben so eine Auswahl getroffen, welche Decks wir spielen wollen, welche Decks wir kennenlernen wollen. Und ja, jetzt fängt es mit dem ganzen Spielen an, testen, testen, testen. Ganz wichtig hierbei zu nutzen ist natürlich, dass wir Dueling Bock oder Dueling Bock vor allen Dingen, dass wir Dueling Bock oder ähnliches nutzen, um auf jeden Fall online auch spielen zu können, wenn wir jetzt nicht jederzeit Locals spielen können oder in Laden gehen können oder uns mit Freunden jeden Tag treffen können. Mit der Arbeit ist das meistens ja nicht zu verbinden oder so. Dann muss man natürlich auf so Ressourcen wie Dueling Bock zurückgreifen. Ganz, ganz wichtig, wenn wir die Möglichkeit haben und eine Locals in der Nähe haben, Locals spielen. Ganz, ganz wichtig, viele Locals spielen, das hilft natürlich auch. Und vor Ort lernt ihr auch andere Leute drin kennen, mit denen ihr euch auch so privat noch außerhalb der Locals treffen könnt und natürlich auch entsprechend testen könnt. Dann ganz wichtig, Regionals besuchen oder andere Turniere, Display-Turniere oder ähnliches. Auch ein wichtiger Punkt, dort lernt ihr jetzt schon mal unter Turnierbedingungen zu spielen. Und das ist natürlich auch sehr relevant für euer Vorbereitung oder für eure Vorbereitung. Dann am besten testen mit einem Testpartner, wenn ihr jemanden habt, der ähnliche Ziele habt oder so. Ist das natürlich auch sehr, sehr wichtig, denn so könnt ihr euch gegenseitig pushen und auf das Event zusammen vorbereiten. Dann auch ein ganz wichtiger Punkt, den auch Daniel Hartmann schon in einem Video erwähnt hat, auf Zeit testen. Das heißt, wenn ihr eine gewisse Combo habt oder ähnliches oder eine gewisse Lines habt, spielt auch auf jeden Fall auch mal Zeit, die Lines durch, schaut, wie das Ganze funktioniert, beziehungsweise wie lange ihr für einen Zug oder ähnliches braucht. Das ist ganz wichtig. Und natürlich testet auch selbst generell unter Zeit, zum Beispiel unter 45 Minuten oder ähnliches, so dass ihr quasi nicht ins Straucheln kommt, wenn ihr kurz vor Ende seid. Und auch ein bisschen euch sicherer fühlt, wenn es auf jeden Fall ins Timer noch rauslaufen könnte. Und dann natürlich ganz, ganz wichtiger Punkt, auch wenn ihr Decks quasi nicht spielen wollt auf dem Event selbst, ist es wichtig, die gespielt zu haben, damit ihr wisst, wo da die Joke Points sind, wo ihr unterbrechen müsst mit den Handtraps oder wo ihr entsprechend eingreifen müsst. Oder um genau zu wissen, okay, was hat der Gegner noch für Optionen, wie muss ich mein Feld aufstellen und ähnliches. Das ist ganz wichtig und das könnt ihr nur, wenn ihr andere Decks auch mal gespielt habt. Gehen wir zum nächsten Punkt über. Der nächste Punkt ist etwas kleiner, aber umso wichtiger, denn jetzt geht es darum, ich wähle meine eigenen Tech-Karten aus. Das hat natürlich auch was mit dem Kartenpool entsprechend zu tun, den wir schon vorher hatten als Punkt 2, aber es ist natürlich trotzdem ganz wichtig hier, dass ich jetzt im Nachhinein von dem Kartenpool meine Tech auswähle. Mir dazu am besten auch die Liste nochmal anschaue, die dann gemacht worden ist, so eine Liste mit den Karten, die relevant sind durch den Kartenpool. Und dann gehe ich auch nochmal durch, was andere spielen und baue dann halt so quasi meine Techs ein. Denn jetzt habe ich quasi getestet und weiß ganz genau, okay, welche Decks werden gespielt, wie sehen die Standard-Decks aus, wie sind die Choke-Points und ähnliches. Und dann spiele ich oder beziehungsweise kann ich die Techs auswählen. Ganz, ganz wichtige Sache. Wie gesagt, ist nur ein kleiner Punkt, aber ist mit der wichtigste generell. Denn dadurch habe ich einen Vorteil gegen andere. Und das ist auch beim Deckbau ganz, ganz wichtig. Denn sehr oft ist es so, dass du mit einem Vorteil, den du im Deckbau hast, auch mal einen kleinen Fehler dir erlauben darfst, denn dadurch kannst du wieder das in Anführungsstrichen gerade rücken, beziehungsweise hast vielleicht auch leichtere Spiele, weil du einen großen Vorteil im Deckbau gemacht hast. Ganz, ganz wichtige Sache. Kommen wir zum sechsten Punkt. Der klingt vielleicht für ein paar jetzt ganz komisch. Was ist denn mentale Vorbereitung? Aber die ist auch wichtig. Klar, ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder so, aber auch von anderen Sportarten, wenn man jetzt zum Beispiel einen Skiläufer oder so sich anschaut, der wirklich erfolgreich ist, der geht die Strecke, die er fährt, den Tag vorher im Kopf durch, stellt sich vor, wie er die Strecke da läuft, beziehungsweise stellt sich auch vor, welche Kurven er nehmen muss und ähnliches. Und das kann man sich bei Yu-Gi-Oh! Natürlich auch machen. Klar, das klingt jetzt ein bisschen komisch und vielleicht ein bisschen, ja, komisch ist das richtige Wort, glaube ich, dafür, oder ein bisschen surreal für die meisten Leute, aber man kann sich den Sieg doch einfach vorstellen. Wie würde man sich freuen, was würde man mit den Preisen machen generell, sich das einfach mal vorzustellen? Klar ist das natürlich vielleicht für viele nur ein Traum oder ähnliches erstmal, aber man kann sich das doch auf jeden Fall vorstellen und das als schönen Traum quasi betrachten. Dann natürlich unter Turnierklima trainieren, das heißt quasi wirklich zu schauen, 9 Runden lang,
dort mal wirklich in Konzentration bleiben oder auch 45 Minuten lang mal wirklich in Konzentration bleiben und da mal Sachen machen, die 45 Minuten lang dauern, sind dann wieder eine Pause und dann nochmal 45 Minuten und ähnliches. Und dann natürlich auch unter Druck und Zeit testen. Das hatten wir in Anführungsstrichen unter Testen schon, aber da ist es nochmal wichtig, den Druck zu testen vor allen Dingen auch. Und zu schauen, okay, wie ist das mit dem Gegenüber, wie kriege ich das hin, dass ich da wieder in der Komfortzone bin, beziehungsweise dass ich dort ja alles abrufen kann, auch wenn es quasi unter Druck, unter ja, Anspannung ist. Das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Dann die Ausdauer zu trainieren, das hatten wir quasi auch schon mit dem Punkt, dass man daran trainiert, diese 9 Runden, beziehungsweise auch diese 45 Minuten, also dass man wirklich sich einen Tag mal Zeit nimmt und das dann komplett austestet. Und das kann man natürlich auch auf Turnieren, da ist es sogar ein bisschen einfacher in der Regel, weil man da hat man schon 8 Runden oder ähnliches auf großen Regionals und dann kann man das quasi schon fast live testen. Dann natürlich die Kommunikation testen. Vielleicht, wenn man das Gefühl hat, okay, man wird gegen viele Leute spielen, die Englisch sprechen oder ähnliches, kann man darauf auch hinarbeiten und das Englisch nochmal ein bisschen ankurbeln und daran arbeiten. Und auch generell sich das Thema Kommunikation angucken, dass man eine gute, freundliche Kommunikation hat, was auch immer sehr wichtig ist und hilft. Klar, wenn der Gegner ein Arsch ist, dann ist der Gegner ein Arsch, dann muss man auch entsprechend reagieren und den Schiedsrichter rufen. Aber in der Regel sind die meisten Spieler freundlich und freuen sich, dass sie das Hobby einfach ausüben können. Und das sollte man natürlich auch zurückgeben können. Und als letzter Punkt nochmal ganz wichtig, Konzentration. Da kann man natürlich auch verschiedene Übungen machen, sodass man wirklich diese Konzentration über 45 Minuten lang hat und das auch 9 Runden lang. Das ist ja dieser wichtige Punkt, dass man nicht die Konzentration später verliert oder so durch Müdigkeit oder ähnliches. Das ist auch ganz, ganz wichtig, sodass man da auch eine entsprechende Vorbereitung trifft. Und dann gehen wir noch zum letzten Punkt. Was sind die Punkte vor Ort? Was kann ich da tun? Kommen wir zum letzten Punkt in diesem Video. Und zwar, das ist der Punkt, wo es quasi schon bei dem Event geht oder wie man sich vor Ort, kurz vor dem Event, ja nochmal vorbereitet, sodass man wirklich da perfekt vorbereitet ist für den Samstag und für den Sonntag und dann natürlich die beste Leistung abliefern kann. Zum einen, ganz, ganz wichtig, 1-2 Tage vorher anreisen, damit man dort vor Ort noch ein bisschen Zeit verbringen kann, dass man eine Stadtrundreise verbinden kann oder ähnliches und sich nicht so stresst, dass man direkt in die Halle muss, dies, das und ähnliches. Ihr kennt das alle bestimmt. Deshalb ist es cool, wenn man da 1-2 Tage vorher anreist und dann noch ein bisschen Puffer hat und vor Ort auch einfach schon ein bisschen abschalten kann und dort nochmal in dieses Yugi-Feeling gehen könnt, dass ihr schon im Flow seid. Dann ganz wichtig, freitags Public Events spielen. Dort könnt ihr nochmal andere Decks testen. Ihr müsst nicht unbedingt das Deck testen, was ihr spielen wollt, oder ihr könnt verschiedene Techs nochmal testen und ähnliches. Und könnt natürlich auch andere Spieler beobachten und generell so ein bisschen das Feeling auf jeden Fall bekommen und in den Flow gehen. Dann könnt ihr natürlich auch vor Ort dann euch entsprechend bei dem Turnier mit anderen austauschen, mit Leuten, die ihr vielleicht kennt von anderen Turnieren oder so, die ihr natürlich nicht so oft sehen könnt, weil die vielleicht aus dem Ausland kommen oder ähnliches, und könnt euch da entsprechend austauschen, für das Turnier vorbereiten, was sind denen ihre Tech-Wahlen, was sind deine und ähnliches, so ein bisschen hin und her kommunizieren, immer ganz cool. Dann auf jeden Fall ganz wichtig, bevor ihr das Event spielt, am nächsten Tag wechselt eure Hüllen. Ganz, ganz wichtiger Punkt, denn es ist sehr oft so, dass man leider Spielstrafen bekommt, wenn ein paar Knicke oder ähnliches an den Hüllen sind oder die Hüllen einfach ja unsauber sind, und das muss ja einfach nicht sein. Das kann man vermeiden, indem man einfach eine ordentliche Packung Dragon Shields oder ähnliches hat, die dann verwendet und so dann quasi vorbereitet ist für das Event. Einfach kurz vor dem Turnier oder beziehungsweise den Abend vor dem Turnier wechseln und dann seid ihr auch, ist immer ganz cool mit neuen Hüllen dann für das Turnier zu spielen. Und noch ein ganz wichtiger Punkt, den viele nicht einhalten können, ich gehöre leider auch sehr oft dazu: früh schlafen vor dem Event. Ich versuche es selbst auch immer, weil das mir auf jeden Fall Energie gibt, auch für 9 Runden. Aber das ist halt nicht immer machbar, wenn man dann hier noch ein bisschen testen möchte und einfach aufgeregt ist und ähnliches. Aber das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, den man einhalten könnte und sollte, vor allen Dingen eher sollte. Und dann hilft das natürlich auch weiter, dass man dadurch Energie hat. Aber manchmal hat man so viel Anspannung und ähnliches, dass das natürlich auch hilft und dann ist man dadurch auch nicht mehr so müde. Das war der letzte Punkt auf dieser Liste. Und dann sind wir schon am Ende dieses Video angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und gibt euch natürlich weitere Informationen und hilft euch auch bei der Vorbereitung. Schreibt doch gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Wie funktioniert eure Vorbereitung? Was tut ihr, um entsprechend für das Turnier vorbereitet zu sein? Oder auch generell für andere Events. Da ist das natürlich auch sehr wichtig und interessiert mich auf jeden Fall. Und ansonsten wünsche ich euch einfach noch einen schönen Tag. Macht was draus und lasst gerne ein Abo und ein Like da, damit wir uns auf jeden Fall wiedersehen können für das Ganze. Bis dahin, wir hören uns! We'll be right back.